Hallo und herzlich willkommen im mobilen Filmstudio des Franchise-Portal. Wir sind hier auf dem Franchise-Forum 2014 in München und bei mir sind die Franny-Gewinner von Mailboxes etc. Hallo, herzlich willkommen. Herr Petersen, fangen wir mal bei Ihnen an. Sie haben einen Franny gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, danke. Wie ist es damals dazu gekommen, dass Sie sich überlegt haben, Sie wollen sich selbstständig machen? Ich war vorher in Frankfurt in der Finanzbranche tätig, im Bereich Unternehmensübernahmen und hatte immer mit Gesellschaften und Unternehmern zu tun. Und irgendwann war die Idee gereift, selber Unternehmer zu werden. Und da die Frage, was machen? Und bin da sozusagen über ein sehr starkes System gestoßen, nämlich Mailboxes etc. Und habe mich einfach dafür interessiert, mich schlau gemacht und mich überzeugt, dort mich selbstständig zu machen. Und war es für Sie eine Hürde, die Sie überwinden mussten, Franchise-Nehmer zu werden? Oder war das für Sie gar kein Problem? Das war gar kein Problem, weil das Schöne an unserem System ist, dass wir sehr selbstständige und eigene Unternehmer sind. Das heißt, wir können unsere Shops selber entwickeln und machen daraus im Prinzip, wo wir die Schwerpunkte selber legen wollen. Und das fand ich halt sehr interessant an Mailboxes etc. Dann wende ich mich jetzt mal an Sie, Herr Lauer. Auch Ihnen herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Franny. Ja, vielen Dank. Wie war das bei Ihnen? Wann haben Sie den Wunsch verspürt, sich selbstständig zu machen? Also ich wollte mich schon immer selbstständig machen und hatte das auch schon mal gemacht in den 90er Jahren, ganz kurzzeitig. Hatte aber dann überwiegend ein Angestellten-Dasein, weil ich nie die richtige Idee hatte. Und 2004 ergab es sich beruflich, dass ich mich verändern musste und dann bin ich zufällig auf Mailboxes etc. gestoßen. Und da dieses System in meinen Augen sehr viel unternehmerische Freiheit lässt und eine gute Idee hat, habe ich mich dafür entschieden. Und wie haben Sie jetzt so die erste Zeit Ihrer Selbstständigkeit als Franchise-Nehmer für sich empfunden? Haben Sie sich unterstützt gefühlt oder alleingelassen vielleicht auch mal? Nein, die Unterstützung war sehr gut. Also da kann ich nicht klagen, da gab es Situationen, da war ich den Tränen nah, aber der Franchise-Geber hat mir dann geholfen und so konnte ich mich sehr gut weiterentwickeln. Ich wünsche Ihnen beiden weiterhin viel Erfolg mit Ihren Unternehmen und feiern Sie heute noch schön. Vielen Dank. Vielen Dank.